Hallo, hier ist wieder Klaus von der Elterngeneration, der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Orbito Basida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich möchte jetzt darüber erzählen, was ich gestern gemacht habe. Was gestern passiert ist hier mit der Videoproduktion. Also gestern habe ich 9 Videos gemacht. Eigentlich sehr viel für meine Verhältnisse und einiges ausprobiert. Also da waren natürlich wieder viele Tablet-Apps dabei und dann waren dabei also im Moment nehme ich mit der Mavic-Kamera auf, mit der Mavic 1080p und ich nehme den Ton auf mit dem Lavalier-Mikrofon. Das hatte ja vorher nicht geklappt. Also ich hatte da große Probleme, den Ton umzuwandeln. Jetzt habe ich gestern, da gibt es gestern 2 Aufnahmen des Tageswortes von mir. Eine habe ich mit dem Movie Maker bearbeitet und der scheint da irgendwie Probleme zu haben, den Ton aus dieser Move-Datei hier rauszuziehen. Und ein anderes Programm, der OpenShot, der verarbeitet das tadellos und einwandfrei und der Ton ist sogar gut und braucht nicht zu bearbeitet werden. Ich verstehe nicht, warum das so ist, aber es ist so. Ich hatte vorher die EOS und die EOS hat einen super Ton gehabt und die produzierte auch eine Move-Datei. Und diese Move-Datei wurde vom Movie Maker erkannt, umgewandelt und alles wunderbar. Jetzt hatte ich die Mavic gekauft und dachte, ja, der macht auch Move-Dateien, kein Problem. Aber der macht irgendwie Move-Dateien mit Sternchen oder steht da irgendwas in der Bedienungsanleitung, dass die Tonspur da irgendwie separat läuft oder irgend sowas mit dem anderen Format. Und dadurch kommt wahrscheinlich der Movie Maker damit durcheinander. Aber das muss man ja erstmal wissen, dass man jetzt quasi das am falschen Bearbeitungsprogramm liegt. Und warum das jetzt so ist, weiß ich immer noch nicht. Und man denkt, das liegt am Mikrofon oder das liegt da. Ich hatte ja vorher schon versucht, die Tondatei zu extrahieren nach mit X-Media Record und dann mit Audacity dann zu bearbeiten und dann wieder zurück und da gab es wieder viele Versuche. Man kann sich ja auch tot versuchen. Und ich habe sowieso schon genug graue Haare, ich brauche jetzt davon nicht noch mehr. Ja. Also es sieht so aus, dass er also eine Lösung, also jetzt da diese OpenShot ist. Und dann eine zweite Sache jetzt. Ich habe jetzt also wieder hier das Lavalier-Mikrofon, kann man vielleicht sehen. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich wieder zum Konzept gekommen. Ja. Lavalier-Mikrofon und OpenShot. Ja, da war ich also bei OpenShot und dann habe ich ja gleich ein Intro für mich erstellt. Ich hatte ja bisher kein Intro. Jetzt habe ich ein Intro gemacht. So mit der schönen Klappe, aber der Ton ist noch nicht so exakt, aber das kommt auch noch.
den Intro, damit werde ich jetzt hier demnächst beglücken. Der kommt hier also öfter mal vor. Und ist auch schon vorgekommen, ich habe da einen Schwarz-Weiß, ich habe einen mit Grün und mit verschiedenen Tonsequenzen. Momentan verbuche ich da so etwas mit dem Gitarrenton. Muss ich mal sehen, ob ich das noch ändere. Das ist das Intro. Das Intro ist immer noch nicht so schön, so wie es eigentlich sein sollte. Also sehr schön. Ich habe auch diesen Kanal von dem Jan, wie heißt der Jan, Fassbender abonniert und der hat ja sehr schöne Sachen da. Der erklärt die Videos und dann zack, zack, zack. Und auch der hat ein schönes Intro und auch eine schöne Musik, die dazu passt und so. Also da will ich mich mal daran orientieren. Ich meine, man kann das nicht gleich nachmachen, aber so ähnlich. Also das heißt, dass das Intro, dass das Video aus mehreren Stücken besteht und den Kanal vorstellen, dann muss man das Thema vorstellen und dann eine Einleitung und der Schlusssaal und so weiter. Eine Hinführung vielleicht zu dem Thema auch noch, dass man erstmal eine Hinführung macht, dann vielleicht die Gliederung auch noch. Und also so aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Das dauert natürlich seine Zeit und wenn man jetzt gute Sachen machen will, guten Content präsentieren will, guten Content hat, mit gutem Content überzeugen kann, dann gelingt das. Was ich jetzt so nicht mache. Ich habe jetzt auch keinen passenden Content oder ich bin zu faul, mir da irgendwas aus den Büchern herauszuziehen oder und das dann so zu präsentieren, Kompetenz 1, 2, 3 und die Definition so und Definition anders. Das ist nicht so mein Fall, aber kommt vielleicht noch. Liegt vielleicht ein bisschen am Alter. Ja, also das war jetzt Thema Mavic-Kamera und Lavalier und Videobearbeitungsprogramm. Jetzt kommt mein zweiter Teil. Ich habe jetzt entdeckt, es gibt da jetzt auch Twitch, was immer das sein soll. Also ich habe schon mitbekommen, dass jetzt mehrere hier anfangen zu streamen. Für mich ist das ein Buch mit 7 Siegeln. Also ich verstehe jetzt da irgendwie das sind so Live-Sessions irgendwie, aber ich habe mir da noch keine angehört und so. Und dieses Twitch, das ist wieder toll, völlig anders als das, was ich hier so kenne und was ich mir so vorstelle. Da kann man also auch so andere Twitch-Kanäle betrachten und so. Das habe ich da gestern mich damit informiert und mir da auch erstmal so eine App runtergeladen, um da mal reinzuschauen und reinzuschnuppern. Und vielleicht schaffe ich es dann auch noch nächstes Jahr, da mal einen Account zu machen, um dann da vielleicht mal zu sehen, wie das funktioniert. Man muss ja irgendwie mit der Zeit gehen. Und jetzt in diesem Jahr 2018 habe ich ja den Schritt überhaupt jetzt mal ins Video gemacht, ins YouTube. Und bin auf YouTube online und das geht noch mit Haken und Ösen und so. Aber ich sag mal, die Routinen sind schon mal da. Und wie es geht, weiß ich auch. Nur die Ausführung ist natürlich oft sehr schlunzig und ich versuche auch möglichst viel Masse rauszuhauen und nicht so sehr auf Qualität zu achten. Man könnte natürlich auch auch so Tutorials machen, aber das ist natürlich alles sehr mühsam und aufwendig. Ja, habe ich auch schon gemacht, aber
Und dann in, was habe ich jetzt? Gestern habe ich 1746 Videos auf dem Kanal, also auf diesem hier. Und da müssen jetzt 1700 bald nur von diesem Jahr sein. Also im November habe ich noch so 182 Videos hochgeladen und jetzt bin ich, ja, wo bin ich jetzt? Nee, oder 144, glaube ich. 144 und jetzt bin ich bei 212, also ungefähr 60. Ich baue also irgendwie ab oder habe jetzt eine Krise gehabt, bekommen oder gehabt. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der November-Depression liegt oder woran auch immer. Oder gesundheitlich, dass einem dann irgendwie mal nicht so gut geht und dass man dann nachlässt und die Sachen nicht mehr so richtig auf die Reihe bekommt. Ja, das ist also Twitch das nächste Ziel, um das es geht. Das war der zweite Punkt und dritter Punkt, was wollte ich denn noch? Ich hatte doch drei Sachen, die ich besprechen wollte. Lavalier, ich komme gleich wieder, wir laufen nicht weg. Tja. Schwer zu sagen jetzt hier. Ja, finde ich im Moment nicht. Man, jetzt habe ich das extra aufgeschrieben, aber zumindest so im Groben, dass ich so, was ich heute machen wollte, aber ich komme da jetzt nicht drauf. Da war aber jetzt noch was, was ich besprechen wollte. Also Twitch haben wir und OpenShot und Intro haben wir auch besprochen. Ja. Ja, okay, dann kommen wir langsam zum Ende jetzt hier. Wir haben gleich 11 Uhr und heute ist natürlich der 24.12.18 und jetzt beginnt Weihnachten gleich und ja, von daher, ich wünsche Ihnen also allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, aber bis dahin sehen wir uns hier noch wieder und ich arbeite sowieso durch. Also von daher kommen jetzt hier auch weiter täglich viele neue Videos. Also da kommt keine Langeweile auf und das will alles auch bearbeitet werden und ausprobiert werden. Ja, okay, das glaube ich, das war es jetzt erstmal. Dann kann ich jetzt Schluss machen. Ich habe schon mal die Fernbedienung in der Hand und will jetzt mal versuchen, ob ich das ausgeschaltet bekomme und da schon mal Schlussleute.